Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Grounded mit Voucher und mit Nerdalderle. Schön, dass ihr zurück seid. Kann es weitergehen? Ich würde sagen, wir pennen und dann machen wir uns heute mal auf den Weg. Wir haben einiges zu erledigen. Unter anderem beginnen wir damit, gleich mal von der Seerose die nächste Kiste zu holen, damit ich auch mal schauen kann, wie weit sind wir denn von der Marienkäferrüstung weg. Wir bräuchten nämlich schon die bessere Rüstung. Das pennen wir aber erstmal und dann habe ich mir überlegt, wir werden wahrscheinlich ein bisschen besser ausleuchten unten, wo die Wolfsspinne entlang gelaufen ist gestern, als wir sie gepult haben. So, wunderschön. Ah, einen wunderschönen guten Morgen. Und ich muss vor allem auch mein Essenszeug rüberholen. Ne? Was ist jetzt? Sind sie noch unterwegs? Jo, da kommt sie gerade heim. Da kommt sie gerade heim, ey, sag mal. Taking a look. Hallo. Ja, aber mal kurz bevor ich mir jetzt hier rumflitzt, ne? Eine ist jetzt drin. Schläft. Die anderen zwei habe ich keine Ahnung. Na egal. Trink mal erstmal einen Schluck. Schwuppdubidubabdu. No water filtration tablets Du needed. baust ja heute nicht, oder? Du baust ja heute nicht. Das heißt, du könntest ja schon mal theoretisch dich umziehen. So, also zumindest habe ich es mal nicht vorzubauen, aber das kann sich auch ganz schnell ändern, je nachdem, was uns das Spiel so entgegenwirft. Ach du je, und rote Pelze brauchen wir auch wieder für Pfeile, ne? Die Pfeile, die wir haben, die reichen ja ganz knapp nur für eine Wanze. Okay, dann hast du hier die Sachen, die können einmal rüber. Ich räume gerade mal ein bisschen auf, Leute, dass ich ein bisschen einen Durchblick habe hier. Wir haben ja soweit alles entdeckt, glaube ich. Das kommt auch mal rüber. Der Kopf kommt rüber. Spinnekörperle. Schwubbidi-wupp. Schwubbidi-zupp. Okay. Ah doch, das sind auch nochmal 20 Pfeile, die habe ich gar nicht gesehen gehabt gleich. Die Axt nehme ich mal mit. Die ist, glaube ich, ganz gut gewesen gegen die Schnakis. So, komm her, wir fangen schon mal an. Ich muss eh was essen. Drüben haben wir noch Kaulquappe. Ich würde sagen, hier einmal abkopft. Am besten erst hüpfen, dann gucken. Kleider geht auch langsam alle. Na ja, gut, in den zweimal. Benutzt ist vorbei, ne? So, schwupp. Gerade sagen, wieso hat dann das Schild nicht ausgerüstet? Aber ich habe gerade festgestellt, ich habe ja auch wieder Läuse auf dem Plan. So. Unter Wasserlabor ist das nächste Labor, was wir machen wollen, ne? Aber ich brauche diesen Hammer erstmal. Ich möchte gerne den Hammer erstmal haben. So, nimm das schon mal. Den nimmst du mit. Ey, ich muss das Zeug halt rüber schaffen. Das muss ich jetzt demnächst auch mal machen, ne? Die nehme ich jetzt mal mit hier rüber. Und die da wollten wir komplett mitnehmen, ne? So beginnt unser Tag. Ach, ich liebe es dann einfach, wenn es hell ist. So, wir wollten den Wegmarkierer machen. Die Läuse parallel. So viel weiß ich noch. Also im Krötensumpf gehen wir auf jeden Fall gleich. Und Clay wollte man mitnehmen. Gras ist noch keins nachgewachsen, wie es hier aussieht. Ja, das machen wir jetzt mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja nach der Folge kurz, dass ich mal ein bisschen Zeit habe, zwack. Und hole unsere ganzen Tools mal rüber auf die Ebene jetzt hier, ne? So. Wieder was geschafft. Oh, gut. Zwei Tropfen Wasser habe ich drin für unterwegs. Jetzt sind wir einmal voll gestärkt. Marienkäferrüstung. Guck mal, wir haben nämlich schon 9 Brocken. Wir haben schon 9 Brocken und wir brauchen zum Herstellen der Rüstung ja nicht mehr. Einen Kopf brauchen wir, das weiß ich. Wir haben 2, 6 und 5. Fehlen uns nur 2 Marienkäferbrocken und ein Kopf. Wir könnten da, und das andere Zeug hätten wir ja. Wir könnten natürlich jetzt, wenn wir eh zum Krötensumpf gehen, einmal Richtung Hecke und unten die Gessex, sag ich schon, die Spinnenkokons aufmachen und gucken, ob wir was rausziehen. Könnten wir. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wie sieht es denn im Inventar aus? Ich meine, das will ich jetzt noch kurz hier lassen. Hier ist mittlerweile voll. Machen wir mal das hier rüber. Das machen wir mal hier mit rüber. Die nehme ich mit. Das Trinket brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Die Sachen nehme ich alle mit. Das heißt, wir gehen einfach. Ich speichere jetzt hier. Krötensumpf, ne? Krötensumpf war. Da kommt jetzt halt wahrscheinlich der Moskito. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Schockflächenschaden.
Siehst du, die Axt, die können wir gegen Moskitos, glaube ich, nehmen. Und hier steht ja nichts dabei, weil ich können wir auch die Kneifzange nehmen. Oder einen Bogen. Ach, scheiße. Kurzer Moment. Mein Hauptziel. Wir wollen ja in Zukunft auch diese Milchmolar-Geschichten mitnehmen, ne? Ich sollte noch mal ganz kurz gucken, wie wir jetzt hier aktuell aufgestellt sind. Ich muss die We Leute, ich muss die Werkbank noch kurz holen. Die holen wir jetzt noch kurz. Damit ich da, also nicht, weil ich sie unbedingt jetzt brauche, aber dann haben wir schon mal wieder ein Tool drüben. Ist einfach leichter, da reinzugucken, wo man auch was bauen will dann. Beispielsweise. So, den Rest besorge ich dann. Ey, es ist der Hammer, wie viel Content in dem Spiel drin ist, oder? Wenn ich mir überlege, dass das Teichlabor, dann das Nebellabor. Heute hast du auch nicht mehr so drauf hier mit dem Rauskommen, wie das mal war, gell? So, komm, wir nehmen die Werkbank jetzt noch mit. Das ist ja unsere Base. Ich will halt so schnell wie möglich jetzt drüben sein. Deswegen, ich muss irgendwie schauen, dass ich nach der Folge alles rüberziehe. Dann machen wir die Verbindung auf diese andere Wurzel da drüben, wo ich gesagt habe, ne? Dann bauen wir uns ein, zwei Leitern. Dann werden wir unten ausleuchten. Wir können nämlich einfach von hier rüberbauen. Hey, das wird schon ein schönes Projekt, warte mal ab. So, die machst du dir hier nebendran erstmal. Ja, jetzt fühle ich mich doch schon viel wohler, wo das alles hier ist. Perfekt. Also, unser Ziel Insektenhammer. Wir brauchen drei Baumwanzenbrocken. Ja, da könnte man eventuell gucken. Vielleicht schaffen wir es ja. Hier wäre jetzt zum Beispiel der Marine. Wenn wir den Marine mit einspannen in den Kampf. Ich stelle mich mal auf seinen Buckel, vielleicht sehe ich ja irgendwo. Digga, da ist ein Pilz. Das war aber jetzt keine feine Runde von da. Wie im Dschungel, gell, die Geräusche. Das ist nur der Marine. Gut, aber die Baumwanze, die kriegen wir auch so irgendwie. Ich muss nur die Gasmaske eigentlich mitnehmen. Da ist sie, ne? Wie haben wir denn das das letzte Mal gemacht? Dass die nicht so nah kamen. Hier wäre der Marini. Guck mal, was passiert, oder? Hat's schon was gemacht? Nee, ne? Ist wieder abkauen. Wo ist jetzt der Marine? Scheiße. Okay, die hat mich erwischt hier. Könnte halt unser Hammer schon sein, ne? Hat sie mich wieder? Ja, die zieht mir Leben ab hier wie Sau. Mit ihrem Gegifte. Wo ist sie? Du stehst drin und musst raus. Die ist noch irgendwo hier. Jetzt hat's Gift nachgelassen. Ah, da hinten. Oh, und sie hat sich wieder refreshed. Ich könnte da die Maske holen, gell? Scheiße. Nicht wegducken. Oh! Marine ist sauer.
Wie sauer ist er? Die ist viel schneller als der Marine, ne? Bin ich noch drin? Nee. Scheiße. Dieses Resetten ist einfach übel. Der Marine geht aber hinterher. Er ist halt stinkig auf die... Aber jetzt hat er auch keinen Bock mehr. Nee, das bringt so nichts. Ich muss da näher ran beim Kampf. Ich muss die Gasmaske nehmen. Dann brauche ich da nicht ständig ausweichen. Und weißt du was? Der Hammer geht doch vor, oder? Ich hole die Gasmaske geschwind. Oder habe ich sie dabei? Nee, habe ich nicht. So, ich habe die Gasmaske eingepackt und habe natürlich auch gleich wieder was mit drüber genommen. Ich habe mich für die Feuerstelle entschieden, weil sie uns auch ein bisschen Licht macht. Die stellen wir jetzt gleich hoch. Zwei Läuse konnte ich schon machen für unsere Quest. Die zwei Wolfsspinnen sind da unten auf jeden Fall schon mal zum Schlafen drin. Ja, würde ich sagen, hauen wir hier hin. Gasmaske haben wir und jetzt machen wir unten das Ding fertig. Fräulein Wanze. Ich pull die dann wieder zu mir, allerdings werde ich ihr nicht ganz so viel Spielraum lassen. Gasmaske auf. Hoffe ich, dass ich sie nochmal wiederfinde, die Gute. Ist das eine Spinne jetzt da hin? Spinne. Hä, wo ist die jetzt hingelaufen? Hier ist der Marine. Mit ein bisschen Glück können wir den auch nochmal mit in den Kampf reinnehmen. Da hinten dampft es ja. Ich nutze gerade mal den Umstand. Ja, der Marine wird jetzt aber nichts machen. Ne? Nee, die machen sich ja nichts. Es sei denn, die Wanze wird jetzt... Ich mache gerade so weiter, oder? Einfach mal so, als ob der nicht da wäre. Ich glaube, das war sein Schrei, oder? Okay, die Wanze haben wir. Wenn die jetzt drei Brocken hat, hätten wir es. Die sind immer noch sauer. Ja, klar, hat er gesagt, hast du gehört. Zwei Brocken nur, Leute. Alter, Digga, ich hab da nur die Wanze. Wir brauchen noch mal eine, ne? Der ist immer noch sauer. Ja, aber weißt du was? Dann hole ich mir jetzt hier deinen Kopf auch noch geschwind. Oh, der braucht länger. Aber... Oh, oh. Boah, ist der easy mit der Waffe. Aber wir brauchen den Kopf noch, ne? Komm, jetzt laufe ich doch zum Krötensumpf geschwind durch. Auf dem Rückweg dann nochmal eine Wanze. Kriege ich den Pfeil nicht? Nee, den kriege ich da nicht raus. Okay. Okay, also ein Marienkäferkopf brauchen wir noch. Und... Krötensumpf, da nehme ich gleich schon mal Mats mit, oder? Hammer. Ja, auf dich habe ich auch gewartet, weil ich brauche dich für Pfeile. Hat die mir jetzt auch irgendwas Giftmäßiges gemacht? Ah, das liegt noch, weil ich die Gasmaske noch anhabe, ne?
So weiter. Warten, das da hinten irgendwo. Und so kriegen wir unsere Sachen zusammen. Eine Wanze brauchen wir noch. Auf dem Rückweg. Machen wir auf dem Rückweg. Gehen wir mal gucken, ob wir die Kröte geschwind erledigt kriegen. Hier ist alles voll mit Wanzen. Die haben sich das Gebiet schön zu eigen gemacht hier. So, das haben wir. Boah, Alter, du Äffle. Der Bombi. Better than starving, die alte Wildsau. Den nehme ich noch mit. Klee hätte ich aber wahrscheinlich auch gebraucht, ne? Für den Marker am Sumpf. Gibt's hier irgendwo Klee? Wir müssen erst Klee holen. Schon ist wieder Nachmittag. Ich habe manchmal das Gefühl, die Tage ziehen hier gerade so vorbei. Die nehme ich auch noch. Der Goblin des Gartens. Wer ohne Milben ist, der werfe den ersten Stein. Sehr geil. Tja, keine Ahnung, warum ich da jetzt gerade keinen Klee finde. Ey, lauf doch jetzt. Hey, jetzt muss ich zurücklaufen. Egal, kenne ich nix. Du weißt nie, welche Chancen sich ergeben, wenn du irgendwo rumläufst. So, ich nehme meine... Also die Waffe, Marienkäfer, mit dieser neuen Waffe, die wir da haben, ist der Wahnsinn, Leute. Ist echt der Hammer, wie schnell der jetzt down war. Da kann auch mal ein bisschen was verrutschen. Das ist gar nicht schlecht. Ob wir die Wanze auch mit dem Ding machen könnten? Wir machen nachher Speichern und Wanze im Nahkampf. Zeit haben wir noch. So, Klee habe ich jetzt. Dann machen wir das gleiche jetzt noch einmal. Die Läuse sind ja dann gleich erledigt. Und dann müssen wir irgendwann eine Wolfsspinne machen. Ob die mit dem Ding auch so gut funktioniert, mit dem Tool? So, jetzt entspann dich. Du kommst ja wahrscheinlich heute noch in den Genuss eines Moskitos, mein Freund. So, hier durch. Dann schwimmen wir kurz. Habe ich jetzt gerade noch mehr Bock. Ich habe da schon welche gemacht. Oh, da ist gerade ein Tropfen runtergekommen. Den hole ich mir. Don't even need to boil it. Ja doch, die machen auch irgendeine Vergiftung. Oder ist das immer der Effekt, wenn ich Ausdauer verliere? Das kann natürlich auch sein. Bei dem Ding drüben, bei dem Forschungslabor, waren ganz viele, ne? Wanzen. So, ich weiß nicht, ob ich genug von denen habe. Jetzt gehen wir mal hier ins Wasser. Drüben ist die Figur. Und da war immer ein Moskito. Immer. Momentan sind die ganzen Fliegen dort. Hier haben wir unsere Burg gehabt, ne? Oh yeah, baby. Naturkunde. 1 von 3. Jetzt haben wir, glaube ich, genug. Ein Lehm wollte ich noch mitnehmen. Hier ist der Marker. Muss ich komplett, oder? Nee. Punkte haben wir geholt. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Lehm mit. Der Moskito war, glaube ich, weiter hinten. Jo, also dann haben wir unsere Ziele auf jeden Fall erreicht. Lehm holen. Wir brauchen halt jetzt noch eine Baumwanze. Dann habe ich auch den Kolben endlich. Frag mich nur. Lehm müssen wir noch entdecken. Deswegen. Da hinten liegt, glaube ich, auch ein Molar. Ne, da liegt ein Marmor. Allerdings glaube ich, dass wir den nicht einfach so kriegen. Habe ich den Hammer wieder nicht dabei? Na hey, wir müssen jetzt tatsächlich am Ding dranbleiben. Nehmen wir die zwei noch mit und hauen ab. Schlafen. Und dann machen wir uns noch eine Wanze. Wie gesagt, einmal würde ich sie gerne mit unserer neuen Waffe testen. Den Hammer. Komm, wir nehmen noch die zwei mit. Ich will doch die Figuren dann bauen, ne?
Den nehmen wir auch noch mit. Dann können wir nämlich unsere Rüstung, die wir immer benutzen, aufhängen und einfach wechseln. Ich fand das schon damals ziemlich cool. So, mir reicht das. Mehr musste nicht. Gehen wir heim. So. Heute ist, glaube ich, Montag. Dann würde ich diese Woche auf jeden Fall gerne das Teichlabor machen. Das heißt, wir gehen einmal durch den Teich, machen die Spinne, den Ruderkrebs müssen wir, glaube ich, noch machen, dass wir alles analysieren können. Dann brauchen wir den Schnorchel, die Flipflossen und dann gehen wir auf jeden Fall das Labor machen. Was war es noch? Die Lampe, die Helmlampe. Wenn wir die noch kriegen würden, wäre es natürlich auch cool. Aber das weiß ich nicht mehr genau, ob die vor oder nach dem Teich dann möglich. Aber wenn nicht, müssen wir uns tatsächlich diese Unterwasserleuchten bauen. Muss ich nochmal in eine Höhle. Ne, diese Schleimpilzstängel. Die Lampen leuchten, glaube ich, unter Wasser auch. Machen wir uns halt 5 Stück. So, 2 Läuse habe ich auf dem Grill. Jo, also, das machen wir jetzt so. Dann haben wir heute den Pebbles. Haben wir da diesen Insektenhammer, Pebblehammer haben wir schon. Pebblehammer haben wir schon. Okay, ja, ich sehe euch schon und ich weiß, dass ich noch 8 Stück brauche. Aber wenn es dämmert, bin ich auch so ein Typ, der dann schon daheim sein will. Weil ich am meisten Bock gehabt hätte. Kurz da unten mal kurz gucken. Lass mal kurz gucken, vielleicht schaffen wir das. Ich weiß nicht, ob die schon unterwegs sind. Die sind ja unter unserer Unterführung hier. Da ist dann die Spinne, wenn man sie pullt, ne? Da ist er auch rumgelaufen. Und da habe ich mir überlegt, wenn wir eine Wandleuchte hinbauen würden. Kosten ja jetzt auch nicht so viel. Einfach auch mal gucken, ob es überhaupt... Weißt du, hier so eine mal hin. Dann hier eine. Hier mal eine. Und hier mal eine. Ich brauche trockenes Gras und Saft. Wie viel ich noch im Lager habe. Schön wieder daheim zu sein, freue ich mich. Trockenes Gras und Saft. Einmal. Zweimal. Trockenes Gras 2. 5 trockene Gras, Leute. Dann sehen wir da schon mal eine ganze Ecke wahrscheinlich besser, wenn die da unten durchläuft. Wenn nicht, haben wir wenigstens probiert. 5 trockenes Gras hole ich mir jetzt geschwind. Aber ich hätte auch bei mir daheim gehabt, dann bin ich gleich oben, wenn was wäre. Duk dubi du. Hey, Fid. Ich finde das so gut. Ist viel schöner, wie der jetzt mit allen redet. Und unser Gras ist nachgewachsen, kann das sein? Uns Glühwürmchen startet auch schon in den Kampf, alles klar. Hey, ist alles nachgewachsen, jetzt ist wieder da. Wie viele Tage waren es denn jetzt? Weiß ich nicht. War ich gerade was gehört, was ihr nicht hören wollt? Die sind noch nicht da. Nehmen wir den Pfeil noch. So, noch kurz ausleuchten. Müssen wir doch gleich von oben angucken, ob das einen Effekt hat, den wir brauchen. Oder ob das Blödsinn war. Es ist jetzt schon idyllisch. Aber noch zu wenig Licht. Ja, ich glaube schon, wenn die jetzt da unten rumsaust... Wir müssen noch ein paar mehr aufsetzen, aber ich glaube, der Effekt ist schon da. Dass wir dann ein bisschen mehr sehen, wenn es dunkel ist. Wobei die Blätter halt hier auch nicht gerade. Gut, es war jetzt auch nur ein Test. Es ist nicht so super hell, aber wir müssen hier vorne definitiv auch noch was machen. Da kommen ja aber wahrscheinlich auch später nochmal irgendwann Spikes hin. Hast du hier was? Ja, komm, die haust du schon mal rein. Frage. Haben wir die Zeit noch? Passt es? Wir müssen jetzt pennen. Stägen. Und dann würde ich noch einmal ins Wanzengebiet reingehen. Ich habe gerade mal ein bisschen rumgegruschelt. Wir pennen jetzt gleich. Dann dürfte es hell sein morgen früh. Aber guck mal.
Uns fehlen nur drei Stängel. Ist natürlich jetzt eine blöde Uhrzeit, um Stängel zu holen, aber wenn wir das jetzt machen würden, könnte ich heute im Bett pennen. Da stehen sie und lächeln mich an. Wir sind aber nicht die einzigen, die hier lächeln. Vielleicht kriege ich da vorne Schutz. Drei Stängel mehr wären es ja nicht, ne? Ich weiß nicht, ob sie schon aufgestanden sind. Möglich wär's. Kann er in seinem Bett schlafen? Wo willst du hin? Jo, ich hab mein Bett. Jessle, Kadessle. Und wieder was erreicht. Junge, Junge. So ganz mühsam, weißt du? Ich muss das unbedingt geiler ausleuchten da vorne. Warte mal ab. Schon eine Idee. Spawnpunkt ist gesetzt. 8 Stunden gepennt. Wupp. Also, den Hammer. Eine Wand, haben wir gesagt, gell? Ein neuer Tag im Garten. Ist er nicht gerade am Heimkommen? Die liegen noch drin. Manchmal bleiben die auch liegen. So, pass auf. Ein Bonbonsbrocken fehlt uns noch. Ist echt übel. Nice and clean. Und wenn es dann an einem liegt, weißt du? Ist das mittlerweile verdorben wieder, das eine Ding? Dann haut in eine Laus rein. Just pretend it's beef jerky. Gasmaske hast du dabei. Dann probieren wir jetzt im Nahkampf, haben wir gesagt, die, ne? Problem ist, das Zwiebelschild ist auch bald durch. Rohes Rüsselkäferfleisch haben wir natürlich jetzt nicht gerade so, weil ich es gerne hätte. Ist aber egal, ich speichere. Dann probieren wir unser Glück. Zwei Wanzen. Wir wissen ja das, was sie kriegen mit Pfeil und Bogen. Das ist ja schon mal ein Riesenvorteil, ne? Hallo. Ich will jetzt natürlich eine, die alleine für sich irgendwo ist. 1 gegen 1. Gerade hängt hier alles voll mit Wassertropfen. Wir müssten die ja theoretisch schlafen hören. Nee, da ist nur der Untergrund feucht. Da liegt sie, oder? Nee. Hey, ich pull die jetzt dann einfach. Und dann probieren wir das gleiche Spiel nur im Nahkampf. Wenn ich sie sehe, speichere ich nochmal. Ich glaube, da hinten dürfte eine sein. Ja. Ist die allein? Jetzt habe ich sie, schon. Jetzt ist es schon vorbei. Wenn du das Ding aus... Wenn du das Gas ausblendest, ist das alles nicht mehr so das Problem, ne? Hallo? Ich hab sie schon gesehen, ich hau ab. Ich hau ab. Okay, wir haben unseren Hammer endlich. Komm, jetzt gönnen wir uns heute noch den einen Milchmolar. Den gönnen wir uns noch. Wahnsinn, die Gasmaske und du hast die schlimmste Attacke von denen ausgeklammert. Und ihre Verbissenheit. Ja, du Kleiner. So, du wirst gute Pfeile geben. Jetzt bauen wir uns den Hammer und dann holen wir uns den ersten Milchmolar. Morgen gehen wir dann als erstes runter zum Burgel. Würde ich sagen. Warum müssen wir zum Burgel? Weil ich was kaufen wollte. Wir können analysieren unten. Ich kann aber auch hinten analysieren. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, wie es läuft. So, Hallöchen. Der Insektenhammer, bitte einmal. Dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank, Spiel.
Jetzt sind wir auf Tour. Jetzt sind wir mittendrin. Eigentlich schon die ganze Zeit. I feel a little less squishy Gasmaske now. lasse ich mal am Start. Die zwei Dinger könnte ich wegräumen. Den Hammer gehe ich mal hier rein. So. Zack, zack. Zum Analysieren reicht eigentlich eins. Den würde ich ungern, weil ich benutze die dann zu oft, ne? So, komm, wir holen uns den Milchmolar. Also den einen, wo ich weiß, beim Burgle und ist ja auch noch einer, können wir den auch noch gleich mitnehmen. Also unsere Zange. Ich werde die noch weiter aufwerten auf jeden Fall. Die und die Marienkäferrüstung. Wir brauchen noch einen Kopf, ne? Machen wir morgen. Wir holen uns noch einen Marienkäferkopf. Dann bauen wir die Rüstung. Und die werde ich alle. Die werde ich ein bisschen aufwerten und die Waffe. Das wird so unser Hauptding. Oh, guck mal. Jo, du brauchst aber gerade nichts, ne? So zur Info. Jetzt machst du nochmal deine zwei Spinnenkumpels da hinten klar. Dann das Teichlabor. Und dann kommen ja schon die. Ja, das machen wir jetzt. Das Teichlabor machen wir so zügig wie möglich. Nicht, weil ich es eilig habe, sondern ich will natürlich auch den neuen Content, der für mich neu ist, ne? Das Ameisenlabor wäre zum Beispiel mal eine Geschichte, hätte ich voll Bock drauf. Dass wir uns die Geschichten so ein bisschen ranholen. So, ich probiere natürlich wieder unsere Waffe. Und ein Weevil brauche ich noch. Leider. Aber ist okay. Gibt Schlimmeres. Ich glaube, die ist mit der Keule besser, ne? Klar, dass der Kleine gleich wieder kommt, oder? Ich gehe mal ganz kurz hier rüber. Der Wächter des Milchmolars. Zurücklaufen und wir haben kurz Zeit, das Ding abzubauen. Naja, kommt sie gerade wieder, als ob sie es spürt, dass ich hier. Und dann motzt sie noch, gefällt mir. Ja, ist da einer am Milchmolar? Befrage ein ASL-Terminal zum Milchmolaren. Dann würde ich sagen, lohnt sich das, wenn wir das morgen beim Burgle gemütlich machen. Milchmolar, dann einmal den Ton analysieren. Den Marker haben wir gebaut. Jetzt geht es noch um die Blattläuse. Mal gucken. Weil ich werde ja ein paar von den Sachen umswitchen heute noch. Von der Seerose rüber. Und auf dem Weg dahin mache ich einfach die Läuse. Dann können wir uns zwei neue Missionen annehmen. Und dann geht es ans Teichlabor. Und zwischendrin bauen wir immer ein bisschen an der Base weiter. Jetzt nicht erwischt hat. Was machst du denn? Alles klar. Dann halte ich euch jetzt auch nicht länger auf. Wir sehen uns dann morgen zur bekannten Uhrzeit wieder, wenn ihr möchtet. Und ich räume jetzt kurz die Sachen um, ja? Und dann sind wir von der Seerose morgen weg. Und haben unser Zuhause gefunden. Und wenn ich gut drauf bin, würde ich morgen vielleicht einmal dahinter laufen, eine Schnake pullen, dass wir die auch endlich einmal gemacht haben. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch was, freue mich auf morgen, bis dann.